Ein weiteres neues Pokémon habe ich nun für die Superliga, nämlich Griffeldis. Und da ist mir ein altes Team von Psionic eingefallen. Ich glaube, er hat das immer gespielt. Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, mit Alola Vulnona vorne. Und das gestern hat mir sehr gut gefallen. Da waren Leute ein bisschen schwach gegen Feen. Dachte ich mir, machen wir mal. Im Remix Cup fand ich ja Griffeldis schon sehr genial eigentlich. Da war es wirklich stabil. Ne, genau. Und es wird ja hoffentlich bald weniger Landtouren geben in der Superliga. Folglich vielleicht Griffeldis dann auch ein kleines bisschen stärker. Das wäre so ein Fall für direkt links oben klicken. Ne, so, aber ich habe soeben, weil ich bin auf den Kanal von Psionic gegangen, wollte nachsehen. Also, ist es wirklich sein Team oder? Genau. Na und dann habe ich etwas Schockierendes gesehen. Na, Psionic hat seinen Psionic-Kanal umbenannt in Psionic Pokémon. Na, sogar den Username, den @handle. Und ja, na, hat nun sein anderer Kanal, ist wohl sein Hauptkanal, Destiny 2, ein Shooter-Rollenspiel, kann man das so nennen? Ne, manche bezeichnen es als MMORPG, aber das stimmt eigentlich nicht so wirklich, wenn man es genau nimmt, finde ich. Und genau, also immer und immer mehr Leute entfernen sich von Pokémon Go. Aber wirklich krass so, das ist ein Kanal mit 6000 Abonnenten oder so. Na und dort hat er... Boah, wollen wir da noch weiterkämpfen eigentlich? Zeitverschwendung, oder? Die dritte erreicht. Bis auf Floor früher. Na egal, auf jeden Fall. Na, dort hat er teilweise Videos mit 100.000 Klicks. Also ja, bei Spielen, wo eine Community da ist, wo sich die Firma offenbar so ein kleines bisschen auch drum schert und drum kümmert. Ja. Und da hat er wohl verständlicherweise eher mehr Bock darauf, als auf hier Pokémon Go. Wem soll man es übel nehmen? Okay, und dann sehe ich hier keinen Weg mehr. Abfangen konnte ich noch nicht. Und Fiaro braucht, glaube ich, noch eine Sofortattacke, oder? Vielleicht können wir abfangen und währenddessen eine schon rüber transferieren, was nicht mehr funktionieren sollte, aber die Gegner schaffen das andauernd. Okay, abgefangen hätten wir mal, aber ein Eschern kam leider drüben an. Wird er underchargen? Okay, er undercharged. Das ist natürlich clever. Na und ich bin hier weg. So. Genau. Leider kam eine schon beim Poleon ein, so wie das eigentlich auch sein sollte, aber nicht immer ist das der Fall. Und ich denke mal, in Destiny 2 werden die Dinge immer so der Fall sein, wie sie einprogrammiert sind und nicht mal so, je nachdem, wo ihr euch befindet, von wo aus ihr spielt. Da kann man schon verstehen. Kann man wirklich verstehen. Aber ich muss sagen, ich hätte vor allem den echten Username nicht umgeändert. Vor allem Pokémon im Username? Weiß ich nicht. Aber gut, so was einem Spaß macht. Und offenbar macht das andere dann ein bisschen mehr Spaß. Okay, Schlurp. Kleines bisschen Energie holen und dann hier in Griffeldis rein, wo die Schlecker wirklich nicht sonderlich wehtun. Das war es vor 5 Sekunden, aber was war denn nochmal vorne? Was war denn nochmal vorne? Aber ich glaube einfach nur ein neutrales Pokémon, oder? Na, oder war da was, wo Alola Vulnona hart gewinnt? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber auf jeden Fall bin ich doppelt schwach, oder dieses Team ist doppelt schwach hinten drin gegen Elektro. Und Alola Vulnona nicht unbedingt eine harte Antwort gegen Elektro, aber Akub und Voltula und so weiter, die farmt man mit Charm schon sehr gut runter. Ja, das wäre nun wirklich interessant zu wissen, was befand sich vorne. Weil, ja, ich glaube, ich kann hier wirklich Eroas, überlebe nochmal Body Slam und dann habe ich so wenige KP wie möglich. Das wäre mein Plan. Also ich erwarte keinen Schild und ich erwarte nicht, dass es besiegt. Aber dann bekommen wir noch ein bisschen mehr Schaden ab.
Okay, schade, kam doch keine Attacke mehr an. Ich glaube, die hätte ich noch... Ah, okay. Okay. Na gut, aber machen wir so. Ich hoffe nur, dass er nicht... Doch, er wird runterblumen. Bin ich mir relativ sicher. Ich drücke noch nicht. Vielleicht gibt er Energie aus. Komm schon, gib aus. Ich gebe dir hier die Möglichkeit. Nein, der farmt runter. Dann werde ich aber eventuell sogar... Ich meine, er wollte offenbar den Switch, aber mit Empoleon Energie absaugen. Auf der anderen Seite... Effektivitäten sind ja egal, oder? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Variante 3 wäre gewesen, ich hebe mir Griffeldes mit Energie auf und gebe freiwillig den Switch her und bin dann vielleicht irgendwo gefangen. Na, egal. So. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Ich komme hier mit rein und er drückt direkt blind. Wir schilden nicht, wir opfern Alola. Wohl Nona, sehr gut, dass ich nicht geschildert habe. Gleichstand, nein, leider nicht. Moment, hat man nach 100 Energie nicht nach einer Sofortattacke sofort wieder? Das war dann ein bisschen doof, aber... Achso, vielleicht würde er auf Hydropumpe oder so aufbauen. Dann gehen wir doch hinüber. Egal, was hier kommt, alles nicht sehr effektiv. Eisstrahl würde mich freuen. Weil das ist hier gegen beide Typen nicht sehr effektiv. Nein, Knuddler. Okay, okay... Da kann ich schon verstehen, wieso man hier den Switch haben möchte, auf jeden Fall. Blitzkanone, leider ein bisschen nervig. Die erste wird geschildert, weil nun kommen Abschwächungen ohne Ende. Auf der anderen Seite... Na, eine schilde ich mal. Eine schilde ich mal. So. Und da kam natürlich die Abschwächung. Denn... Wir sind hier auf dem Account von Daniel Schilling. Da sind alle Abschwächungen garantiert. Na und ich glaube aber... Nochmal schill ich nicht. Oder ich weiß es nicht. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will nicht die Abschwächungen und so weiter. Die sind so nervig. Bitte nicht noch eine. Okay, immerhin. Immerhin. Ich habe überlegt, ob ich rausgehe... So, 1, 2. Dann hat er 5, rein theoretisch. Ah, ich glaube, die Crypto-Charm sollten das regeln. Komm schon! Alter Schwede! Nein, die Crypto-Charm haben noch nicht geregelt. Leider, so knapp. Ich hätte eins früher rübergehen sollen. Die Crypto-Charm haben leider noch nicht geregelt. Aber das hier regelt. Geht klar, das war auf jeden Fall ein sehr defensives Team. Viel defensiver geht gar nicht mehr. Und bisschen OG-Team auch. Aber Griffeldes gegen Schlurp, so genau. Wenn ihr euch fragt, wieso möchte Psionic nicht mehr so Pokémon? Weil es top ist, das Spiel. Ach, der wollte noch Sachen machen. Weil er ein Pokémon mehr hatte, verstehe. Sachen machen. Sehr faires Spiel. Pokémon Go, PvP... Kann man nur so sagen, das war bestimmt nur, also kompletter Zufall, dass er da noch ein Pokémon hatte und genau bei meiner einen Ladeattacke auf einmal gibt es Wartezeiten. In Pokémon Go ist ja alles wirklich fair und man kann nicht schummeln. Auf keine Art und Weise, aber bitte, bitte nicht zu Hause nachmachen, das ist definitiv nicht Fairplay. Das Niantic macht ja sowieso schon so viele dumme Sachen. Dumm wollte ich gerade gar nicht sagen, aber... Was auch immer. Niantic macht auf jeden Fall Sachen. Genau. Und vor allem in dem Punktebereich, wieso muss man hier auf solche Mittel? Egal. Egal, es ist einfach nicht passiert. Das war nur Zufall, dass es genau bei dieser Ladeattacke passiert ist. Weil es war nicht mal die letzte Ladeattacke. Okay. Okay, okay. Ja, dann schilden wir mal hier eventuell. Denn das Bau Nachthieb, nicht mal ein Kreuzhieb. Was? Kann ich mein Schild wieder haben? Ich hätte bitte gerne meinen Schild wieder. Dankeschön. Das wäre nett. Den hätte ich wirklich gerne wieder. Wo kann ich mir den abholen? Ich weiß es nicht. Na gut. Da hätte man aber definitiv rausgehen können, oder? Mit einem Barrikadax vorne. Wieso habe ich Nachthieb geschildert? Egal. Hier bekommen wir einen Schild. Ich werde nicht schilden. Ich werde auf Samenbomben hoffen, die ich knapp überlebe. Boah, Energie bis zur letzten Sofortattacke.
Eieieiei, hier wird wirklich mit allen Mitteln gekämpft. Mit Verbotenen und mit Erlaubten. Sehr gut. Sehr schön. Energie gespart. Bestimmt. Und dafür muss man ein Schild ausgeben. Aber egal, eine Sofortattacke gespart. Und nun komme ich hiermit hinein. Das ist sehr fein. Ich will nur nicht im Gleichstand drücken. Das wäre aber nun der Fall. Folglich wird bestimmt noch eine Ladeattacke ankommen. Oh, okay. Vielleicht hat er aber nur eine Attacke. Das kann natürlich auch sein, weil hier hätte ich definitiv nicht geschildert. Und da ballert der Spukball dann schon ein kleines bisschen mehr. Das kann ich nicht mehr verlieren. Ich habe bei Alola Vulnona noch so viel Energie. Knuddler. Grifeldis, du bist brutal. Du bist ja richtig brutal. Na gut. Das konnten wir wegstecken wie ein Tank. Aber so richtig. Alter Schwede, ich habe hier Energie. Ohne Ende. Aber Barrikadax haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Na, oder? So. Wundert mich, dass hier nicht gedrückt wurde. Üblicherweise bleiben die Leute gerne bei grünen Ampeln stehen, aber in diesem Fall nicht. Sehr gut, sehr fein. Da holen wir uns nämlich Muramura ab, oder? Bestimmt, bald, hoffentlich. Einen Sieg brauchen wir noch. Kommt mir aber irgendwie schon so lange vor. Na gut, bei dem einen Kampf hatten wir Timeout. Mit den drei... Angenommen, man will wirklich ein defensives Team bauen. Die drei sind schon Top-Anwärter vermutlich, aber Bolterus, oder? Hat bestimmt noch ein bisschen mehr. Wie sieht's mit Deoxys Verteidigungsform aus? Okay, dich brauchen wir hier, aber dich sehen wir hoffentlich bald ein wenig weniger. Das wäre so der Plan. Hier gehe ich vielleicht, naja, auf Nullschilde. Bitte time schlecht. Jawohl, sehr schön. Hier wäre ich doch nicht auf den Meteorologen gegangen. Vermutlich muss ich Surfer schilden. Das ist ein bisschen schade, ja. Und ein Köder von mir macht eigentlich auch wenig Sinn, weil ich dann nicht unbedingt noch eine Attacke erreiche. Gehen wir hier voll rein. Eventuell schilde ich sogar nicht nochmal. Okay, er schildert. Ich schilde, glaube ich, nicht nochmal. Surfer, überleben wir da noch ein paar Sofortattacken, oder? Weil sonst kommt einfach ein dritter Surfer an. Und das ist ungeschmeidig. Ja, egal, ich gehe hier raus. Abfahrt, weg hier. Schnell raus, hier. Und... das schaffen wir noch vor dir. Sehr gut. Na, immerhin. Könnte man aber echt schon vorstellen, dass er vielleicht schildert. Nein, tut er nicht. Denn... das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber wir haben Stahl. Sofortattacken. Na, und die ballern aber so richtig. Oh, das erreichen wir auch noch. Keine Ahnung, ob das so sehr weiterhilft, aber... na genau. Ja, die Führung hätte hier schon sehr gut weitergeholfen. Hängt nun vom dritten Pokémon ab. Ich warte noch ein kleines bisschen. Und rein da, leider nicht blind gedrückt. Schade. Das wäre schön gewesen. Blind auf Meteorologe drücken. Hätte mir gefallen. Psychoschock verursacht ein kleines bisschen mehr. Und wir haben einen Drachen. Okay, ich sag mal, ein Charm kommt definitiv noch an. Und ich erreiche, glaube ich, noch eine Attacke, bevor du noch eine Attacke hast. Sehr gut, ABB gegen Dingenskirchen. Da verstehe ich, wieso er Landtouren unbedingt geschildert hat. Genau, die Attacke auf jeden Fall nicht sehr effektiv, egal welche von beiden. Aber wir können es ja noch versuchen. Eventuell passiert hier noch was. Nein. Sehr stabil. Das war wirklich sehr stabil. Und Muramura haben wir schon mal in der Tasche. Ja, eventuell kann man dieses Team in der neuen Season dann wirklich verwenden. Ohne Landtouren. Oder mit weniger Landtouren. Ein paar werden es bestimmt noch spielen. Vielleicht sogar mit Aquaknarre dann eher oder so. Tromborg. Okay. Kann man hier abfangen? Nein, kann man eigentlich nicht. Wenn getimed wird. Ja, schade.
Das hat auch nicht geklappt, aber hey, okay, doch, Energie ausgegeben. Genau das wollten wir. Ja. Genau das wollten wir. Sogar Samenbomben abgefangen. Das freut mich sehr. Aber... gar nicht so verkehrt, dass ich mir da noch mein Dingenskirchen aufgehoben habe. Wenn das ein Nachtara mit Psychokinese ist, dann haben wir hier richtig viel Spaß, aber vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Und Grifeldis gewinnt Gleichstände. Stabil. Dieses Matchup kann bestimmt nur eine Minute dauern. Oder so. Keine Ahnung, wieso hier heute so viele defensive Pokémon unterwegs sind. Stimmt, Nachtara spielt auch weit oben in der Verteidigung. Ah, sehr gut. Eventuell mit Psychokinese. Na, oder sogar ohne Community Day Attacke. Dann sollten wir hier gewinnen können, oder? Na, weiß ich nicht. Der war auch eine schwache Attacke. Eigentlich könnte knapp werden. Abfangen oder so oder dann irgendwann rübergehen, glaube ich, wäre Quatsch, weil Trombok hat ein bisschen Energie. Na, ich bin gerade unentschlossen. Ich bin gerade wirklich unentschlossen. Egal, wir spielen das einfach runter, oder? Machen wir. Spielen wir das hier einfach runter. Spiel, was passiert? Was passiert mit dem Spiel? Das wissen wir nicht. Okay, ich werde aber noch eine Plus-Sofort-Attacken überleben, glaube ich. Und... genau, dass ich dann kaum noch KP habe, dass niemand farmen kann. Oder sniped er mich irgendwie weg? Ich hätte schon gerne eine Ladeattacke oder sogar, dass Nachtara überlebt und ich mit dem Poleon farmen kann, oder? Oh, wow, Schild. Schild ist gut. Das ist sogar sehr gut. Den nehmen wir, das wird vermutlich noch knapp überlebt werden, ja. Und... oh, schade, alter Schwede. Nun bräuchte man ein Pokémon mit Feuer-Odem und Niantic Internet bräuchte man dann. Dann könnte man den Gegner wegfarmen. Na gut. So, nun bin ich gespannt. Psychokinese oder vielleicht auch nur eine Ladeattacke? Psychokinese, habe ich mir gedacht. Trombok hat... okay. Grabbit bekommt hier mal die Eisattacke ab. Das ist sehr nice. Und dann muss ich aber mal abhauen. Und... oh, aber Moment mal. Grabbit... kann das schon Brandsand gewesen sein? Das war gut. Wichtig und richtig. Ah, schade. Wieso habe ich gedrückt? Wieso habe ich hier gedrückt? Das war nicht so toll. Das war wirklich nicht toll. Aber die Samenbomben waren toll. Da hätte ich dann lieber auf die Gefahr hinaus, dass er nicht schildert, irgendwie eher runtergefarmt. Okay, er schildert aber. Dann eventuell... nö, ich glaube, da gehe ich in Empoleon rein. Da gehen wir in Empoleon rein, erreichen eine Aquahaubitze und das ist Spitze gegen eine Grabbit. Aber Grabbit auch schon lange nicht mehr gesehen. Grabbit gemeinsam mit Trombok. Ja, geht in Ordnung. Nur gegen Fiaro verliert man dann, weil Grabbit kommt dagegen leider überhaupt nicht an. Gegen Feuer-Pokémon kommt Grabbit an, aber nicht gegen fliegende Feuer-Pokémon. Leider... okay, Grifeldis gegen Nachtara. Das war schon wirklich... das war genial. Neue Forschung sollte schon am Start sein, genau. Und dann machen wir noch ein Set mit diesem Team. Und dann, glaube ich, sollte die Season auch bald vorbei sein, oder? Wie lange noch? Ein Tag. Noch ein Tag dann, okay. Noch ein Video. Vergesst nicht, Sternenstück aktivieren, je nachdem, welchen Rang ihr erreicht habt. Nach dem Beginn der neuen Season, zum ersten Mal, wo man da auf Kämpfen reinklickt, erhält man die Belohnung. Und wenn ihr den Sternenstaub erhöhen wollt, dann benötigt ihr ein Sternenstück. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Da kann man nicht viel lachen.
Schauen wir mal in Empoleon rüber, was hier so passiert. Was wird hier so passieren? Okay. Eventuell keine Antwort so dagegen. Hier schilde ich natürlich nicht. Hätte überlegen können, schon ein bisschen Vorarbeit, aber heben wir uns mal die Energie auf. Okay. Das war böser Schaden. Das war schon böser Schaden, aber nun bekomme ich entweder Switch oder Schildvorteil. Garantiert mit diesem Energievorsprung. Davon könnt ihr aber ausgehen. Aber so richtig. Und danach fahre ich mit Dalola Vulnona runter, oder? Machen wir das so, ich gönne mir einfach den Schildvorteil. Weil ich glaube, Switch kann ich... Oh, nicht farmen. Nicht farmen, alles außer farmen. Man könnte natürlich auch überlegen, dass ich mit Grifeldis aber runterfarmen könnte ich nicht mit Standpauke. Denke ich mal. Gehen wir in Alola Vulnona. Und hoffen einfach, dass wir mit einem Schildvorteil mit Grifeldis was machen können. Vielleicht ja irgendwie... Nein, obwohl er braucht eine Feuerantwort. Das ist wieder Panzeron mit Stahl-Sofortattacke und Serpiroyal. Da bräuchte man eine Feuerantwort. Oder vielleicht auch nicht. Oder man gibt einfach auf, wenn man Feuer sieht. So. Was kommt hinein? Ja. Mit der alten Attacke, da wäre ich vielleicht noch drin geblieben. Da hätte ich noch Meteorologe erreicht, aber mit Stahl kann man da natürlich nicht drin bleiben. Gut, und hier muss ich leider nun die schwachen Attacken dann schilden, sonst vernichtet mich Feuer oder im Schon. Und dann hat Panzer und Feuer frei für Sturzflug. Eine schilde ich mal, aber keine Ahnung. Na, keine Ahnung. Ich meine, ich hätte noch Alola Vulnona. Aber großartig wird mir das vermutlich nicht mehr weiterhelfen, oder? Wissen wir nicht. Hier kommt ein Schild. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich kann nicht schilden. Ich kann leider nicht schilden. Würde ich bei Alola Vulnona eine Attacke erreichen. Und ich kann mir auch nicht mal viel extra Energie holen bei den Feuerodem. Würde ich einen Meteorologen drüben erreichen? Oder haben mich da die Sofortattacken vorher schon runtergefarmt? Vermutlich, oder? Na, schauen wir mal. Das und Meteorologe könnte vielleicht besiegen. Aber den werde ich nicht erreichen. Befürchte, ich komme schon. Alola Vulnona, wie viele Böse ist das? Okay. Da seht ihr den Schaden von Attacken, die gegen beide Typen effektiv sind. Aber für so eine hammerharte Führung ist es noch knapp geworden, oder? Denke ich schon. Panzeron, Serpiroyal, ein starker Kern, bei dem mir kaum Schwächen einfallen. Wirklich so gut wie gar keine. Kann man so spielen und dann einfach bei Feuer-Pokémon aufgeben. So, genau, aber bei dem Team hat Psionic echt gekocht und das ist schon ein paar Seasons alt, glaube ich. Das kann man schon mal machen. Hier bleiben wir drehen, aber eigentlich muss ich irgendwann raus, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir schilden einfach mal nicht und hoffen, dass sich kein Elektro-Pokémon hinten drin befindet. Angriff sinkt. Perfekt. Da freue ich mich schon auf die neue Season. Weg mit euch, Welser. Nein, Welser soll bleiben, aber einfach die Attacke bitte nicht mehr so nervig werden, okay? Das wäre sehr nett. Das fände ich sehr genial. Wie wichtig Alola Vulnona hier noch gewesen wäre, sage ich ja mit vollem KP. Alola Vulnona. Brauchen wir hier definitiv noch. Altaria hätte Mondgewalt. Aber ich werde nicht schilden. Wir werden hier nicht schilden. Wieso Gleichstand? Wieso machst du hier so? Bitte nicht. Und das ist auch schon die Mondgewalt, die ich noch überlebe. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Finden wir das gut oder schlecht? Ich glaube, das finden wir schlecht, weil nun wird perfekt runtergefarmt, ja. Das finden wir sogar sehr schlecht. Da könnte ich... Da kommt eine Attacke an. Ich fahre mit dem Polion runter und schilde nicht.
mein Kampf ist bald vorbei und ich habe dann keine Schilde mehr. Oh, ich glaube, ich hätte... Wow, ich kann hier auch runterfarmen. Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht. Dann mit Alola Vulnona ja auf jeden Fall. Genau, Skelocrog, der Kollege von vorhin, könnte da einfach links oben klicken. Das finde ich aber gerade gut, dass er hier mit Skelocrog reinkommt, oder? Das finden wir sogar sehr gut, aber wir sind noch keine Schilde losgeworden. Okay. Die Einäschern, die sind schon böse. Die sind aber sowas von böse. Kann mir jemand helfen? Kann mir hier jemand irgendwie helfen mit all diesen Einäschern? So, wartet mal, was muss ich hier nun machen? Ich glaube, ich habe einfach verloren. Wäre ich direkt drüber gegangen, dann ja, und hier und tralala. Vielleicht werden wir den Schild... Nein, den Schild werden wir nicht los. Genau. Dann habe ich nun verloren. Oder können wir noch Säusels Stimme abfangen? Vermutlich nicht. Denke ich mal. Und Einäschern rüber transferieren? Nein. Okay, dann bin ich nach einem Einäschern sowieso weg. Schade, Skelocrog nervig. Führung hätte ich einfach ausspielen sollen. Aber man hat echt den schwachen Charmschaden nach der Siedewasserabschwächung gemerkt. Na und das ist ein kleines bisschen nervig. Tschüssili Welser, tschüssili Landtouren, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Keine heftig-deftigen Siedewasserabschwächungen mehr. Okay, Alola Vulnona, auch in Krypto. 1500! Das ist mal fein. Das ist wirklich fein. Muss man schon sagen. Okay, das ist nicht wirklich fein. Habe ich nicht dieses Team im vorherigen Video gespielt, wo ich direkt gegen einmal Epitaph und Dingeskirchen irgendwie durchgemäht bin? Ja, macht Funkensprung schwächer! Macht Funkensprung schwächer! Wieso tut ihr sowas? Na gut, dann glaube ich, haben wir nun verloren. Na oder so. Hoffentlich schilden wir nicht... Surfer, das wäre gegen Griffeld, ist schon gemein. Sogar sehr gemein. Okay, perfekt. Na wirklich, perfekt. Da bedanke ich mich. Vor allem mit Alola Vulnona noch hinten. Wieso tust du sowas? Wieso nimmst du mich so auseinander? Komm schon. Na, aber klar doch. Aber klar doch. Aber nicht nochmal. Das wäre schon frech. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr frech. Na, immerhin einmal. Bisschen was bekommen hier für meine Energie. Ein kleines bisschen was bekommen. Sehr gut. Das ist fein. Na und so soll es sein mit deiner gegnerischen Attacke. Die kommt hier rein. Aber dann hat leider Landtouren nun. Okay, ja. Ja, ja. Immerhin ein Gleichstand. Aber Landtouren lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, es lebt noch. Bitte besiege mich komplett. Nicht hier underchargen und Sachen machen oder so. Vernichte mich. Okay. Dann den hier, Kryptowelsa, kann das hoffentlich nicht verkraften. Und ich muss sowieso farmen, ich glaube, er wird nicht schilden. Genau, dann farme ich nun ideal runter. Siederwasser oder Schlammbombe? Komm schon, nur eine Schlammbombe, okay? Tu mir das nicht an. Nur eine Schlammbombe. Schade. Nun überlebe ich definitiv keine Attacke mehr. Angriff sinkt, natürlich. Denn, das ist garantiert gegen meinen Account. Na und... Bambidam. Oh, genau im Gleichstand. Tja, schade. Schade, schade. Wenn er das eine Mal nicht geködert hätte, hätte Fahrradkette, hätte ich gewonnen. Autsch. Obwohl, nein. Da wäre dann der Surfer... Hey, hier hätte Surfer eventuell, vermutlich, vielleicht schon gereicht. Okay. Können wir noch einmal gewinnen für den Sterneshop? Das wäre schon nett. Wenn ich immer tanke, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, versuche ich auch, bei Vierfach-Sterneshop einmal immerhin zu gewinnen. Das wäre nämlich nicht schlecht. Aber ein Landtouren hinten... Wenn mein Alola Vulnona schon kaputt ist, hilft
definitiv nicht sonderlich weiter. Da kann man schon direkt aufgeben. Aber andere Elektro-Pokémon würden mich auch interessieren. Feiern gerade wirklich alle den Abschied von Landtouren? Oder ist das immer so häufig? Impergator. Okay. Meint ihr, der wird direkt bei 5 drücken? Vielleicht. Yo, sehr gut. Das hätten wir mal abgefangen. Und ich denke mal, er bleibt drin und macht nochmal. Okay, doch nicht. So. Doch nicht. Okay. Und ich farm runter und einmal Schilden, Spukball, oder? Hoffentlich. Das wäre der Plan. Oder will ich einfach mal nicht Schilden, weil es sowieso der Nachthieb ist? Das wird schon wichtig sein, weil ich glaube, wenn er Nachthieb macht, dann schafft er nochmal Spukball. Aber vielleicht hat er ja auch Eishieb, deshalb komme ich nicht mit Grifeldis rein. Bitte Spukball. Das würde mich freuen, wenn ich einmal korrekt Schilden könnte. Okay. Eishieb war heftig. War schon brutal. Der Eishieb war brutal. Da kamen nun noch... Wieso drücke ich eigentlich noch? Da kann ich aufgeben. Stimmt! Psionic, was ist denn da los? Was passiert denn hier? Gegen Rokara verliert man ja einfach direkt. Okay, ich glaube, dieses Team wurde erfunden. Da gab es noch kein Rokara. Stimmt. Naja, einmal gewinnen wäre schon nicht schlecht. Wieso fange ich auch hier Attacken ab? Nein, Quatsch, da habe ich ja direkt... Da hätte ich direkt verloren. Egal, was passiert wäre. Ich hätte genau Impoleon gegen Rokara benötigt, aber kann man ja nicht wissen. Nicht abfangen. Leute, es ist verlockend, aber fangt keine nicht sehr effektiven Attacken ab. Bitteschön, danke sehr. Okay, Knuddeluff. Und hinten drin dann Bolterus, oder? Folglich muss ich die Führung gewinnen. Bolterus und Pflanze. Ich muss nur die Führung gewinnen. Ich hoffe, er drückt und ich kann dann ausholen. Drück bitte. Genau, dadurch kann ich mit einem Schildrückstand die Führung gewinnen. Dann kann ich mit dem Poleon gegen Bolterus kämpfen und mit... Boah, ich dachte schon, ich muss gerade wirklich weinen. Und mit Grifeldis gegen das Pflanzen-Pokémon. Flunschlick, nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wieso haben wir hier so viel Elektro hinten? So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Das finde ich aber nicht nett. Das finde ich wirklich gar nicht nett. Okay. Ein bisschen viele Elektro-Pokémon. Wenn man doppelt schwach gegen Elektro hinten drin ist. Also würde ich vielleicht doch nicht empfehlen, wenn Dinge passieren. Wow. Das hat gescheppert. Das hat aber wirklich aber sowas von gescheppert. Das war brutaler Schaden. Muss man schon sagen. Aber ich glaube, mit diesem Switch in Hypno hinein hätten wir noch eine Chance. Oh, perfekt. Sogar nur mit Feuerschlag. Da werde ich nun gut underchargen müssen. Feuerschlag, Spukball vermutlich. Nehme ich an und hoffe ich. Vielleicht Feuerschlag, Fokusstoß. So. Gib nochmal aus, weil ich will hier gerade nicht drücken. Dann Errors mit Undercharge. Oder? Oder? Ich glaube schon. Mit komplett Undercharge. Brauche ich keine KP. Soll noch ein Feuerschlag ankommen. Mir egal. Ich will Energie. Ich möchte Energie haben. Aber so richtig. Okay. Das hat mal geholfen. Puh, aber da sind noch viele KP. Da sind wirklich noch viele KP am Start. Habe ich drüben ein bisschen Energie? Komm schon, es geht um ein bisschen Sternenstaub. Das könnte man schon machen. Das wäre schon nicht so schlecht, aber ich befürchte... Komm, das überlebe ich noch. Yo! Heftig, deftig, dieses Grifeldis. So, und nun muss er bitte schilden. Wenn er nicht schildet, dann gebe ich, glaube ich, gar nicht mal mehr Energie aus, oder? Oh, nö, wieso sind die Leute schlau? Wieso spielen die Leute schlau? Eieiei, dann hätte ich hier direkt rübergehen sollen. Was mache ich dann eigentlich noch? Das war ja alles völliger Quatsch. Aber komplett, weil all die Ladetacken haben mir nicht weitergeholfen.
Das one-shottet sowieso schon. Eieiei. Gewinne ich den Gleichstand? Hat er schon die Energie? Okay, er hatte noch nicht die Energie. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier gegen den Pfannkuchen am Ende noch gewinnen können. Sehr gut. Eine Knuddele vorne und man denkt direkt hier die nervigen Teams. Und da gewinnt man direkt mit Schere, Stein, Papier. Folglich wollte ich eben nicht drücken, dass ich den Charme durchbekomme. Und der Sternenshop ist am Start. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.